Ist eine gute Sache, kann man brauchen. Handlich, irgendwie angenehm. Es ist ein sehr kompaktes nice to have. Von mir gibt es eine absolut klare Kaufempfehlung. Muss man noch an. Fertig. Ehrlich gesagt absolut überrascht, dass man mit so einem kleinen Teil so gut kann schneiden. Es fühlt sich wirklich extrem glatt an. Es ist wie eine Nassrasur. Aber absolut trocken rasiert, ohne Hautirritationen. Sehr schnell gegangen, sehr einfach zum Bedienen. Man kann trimmen, man kann alles abschneiden, man kann Konturen machen. Viel mehr brauchst du schlussendlich nicht. Kritikpunkt, ich habe die Version bekommen und die kommt mit vielen Einzelteilen, mit verschiedenen Aufsätzen für die Bartlänge, was zwar funktioniert, aber einfach kein Case dabei hat oder keine Box oder so. Das ist, also, es liegt einfach alles so lose umeinander, was ich nicht praktisch finde. Zudem, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich glaube, Barthaare so ein bisschen mehr umeinander spicken als bei anderen Rasieren und sich im Bad verteilen, was nicht alle gleich fest freut. Es ist mega fein, man kann sich überhaupt nicht verletzen. Aber doch schneidet es enorm scharf. Also das ist wirklich faszinierend und hat darum nachher eine extrem feine Haut nach der Rasur zur Folge. Vorher habe ich so entweder nass rasiert oder einen normalen Bart. Trimmer einfach die mit verstellbaren Längen. Und da hast du natürlich wie halt alles in einem Gerät, was es sehr praktisch macht. So rum, dann hat man mega genaue Kanten und es funktioniert wirklich gut, dass man so im Bart oder auch hier, wo halt etwa die das ein oder andere Barthörchen rauswächst, dass man die wirklich einzeln kann raustrimmen kann. Das Resultat ist nicht ganz gleich, wie wenn man nass rasiert, aber ich muss sagen, es ist extrem präzise. Und was mich überrascht, ist, dass man wirklich nicht hängen bleibt an der Haut. Ich habe auch Langhaarschneider daheim, die Ähnliches machen, aber da kann man wirklich nicht einfach so wie hier ansetzen und drüber fahren. Da wäre schon längstens hängen geblieben und hat irgendwo ein Loch hineingestochen. Also von dem her, funktioniert. Ich habe jetzt hier beide Modelle in der Hand. Das ist das Premium-Modell, das nicht. Ich muss sagen, das normale Modell liegt ein bisschen besser in der Hand. Es ist nicht ganz so klobig. Dafür fühlt es sich halt wirklich hochwertig an mit dem Plastik auf der Seite. Das hier finde ich deutlich besser. Ich finde vor allem den Präzisionsaufsatz recht cool, wenn man wirklich kann extrem genau einstellen, ja, welche Bartlänge bis zu einem Zentimeter, wo man gerne möchte schneiden. Sie liegen aber sonst eigentlich beide gut in den Händen. Wie gesagt, man kann sie einfach kehren und recht gut benutzen. Der Wechsel von der Klinge ist ziemlich simpel. Das Aufsetzen vom Ansatz auch. Man drückt einfach. Da ist natürlich die Gefahr, dass man ihn verliert. Aber auch bei der Klinge einfach ziehen. Die neu reinstecken, scheint mir sehr gut zu funktionieren. Ich hatte jetzt eine Woche und konnte testen. Also es ist ein sehr kompaktes Gerät, alles in allem. Man kann sehr präzise schneiden eigentlich mit den Klingen selber. Also von wegen Verträglichkeit und Verletzungsgefahr finde ich jetzt eigentlich, besteht da kein Problem. Also ich habe mich weder geschnitten, noch sonst etwas, auch nicht irgendwie die Haut komisch reagiert. Ich habe da wirklich also, ohne Probleme mich können rasieren mit dem. So wie der sich jetzt anfühlt, von der Länge ist eigentlich auch gut. Und Sand, vielleicht dürfte vielleicht auch noch ein bisschen länger können, die Schnittlänge können einstellen, also über den Sand. Vielleicht so 1,5 oder 2 Sand, aber je nach Bartstyle. Man muss immer gut aufpassen, dass man das Resi dann wieder gleich hat, weil sonst hat man dann wahrscheinlich irgendwie überrascht. Ja. Ich würde sagen, so kann man arbeiten. Gutes Teil, einfache Handhabung.
die wichtigsten Einstellmöglichkeiten angenehm auf der Haut. Ich würde es nehmen. Mega unkompliziert. Ich habe kurz den Akku aufgeladen. Nicht einmal gross die Tipps, die auf der Packung standen, sind durchgelesen. Und dann habe ich es gebraucht und ich muss sagen, sehr unkompliziert. Grün ist jetzt zwar nicht so meine Farbe, aber hey, er muss rasieren. Ich bin sonst eigentlich eher der, der nass rasieren. Ich muss jetzt aber sagen, ich war recht überrascht jetzt von dem. Ich würde jetzt definitiv, nachdem ich das eine Woche getestet habe, dem eine Chance geben. So, und fertig. Der ist sicher wesentlich viel schneller als ein normaler Bartschneider. Es ist einfach ein bisschen unkonventionell zum Reinigen, finde ich. Weil ich nicht gerne nass reinigen, sondern eher wegpusten. Aber sonst tipptopp. Also bis jetzt habe ich immer mit dem normalen Bartschneider die Haare unten wegrasiert und trimmt. Und das tut es komplett ersetzen. Also ich werde den anderen gar nicht mehr brauchen. Ich war 2 Wochen in der Ferien gewesen und ich habe den mitgenommen. Der ist sehr reisetauglich, also der passt jedem Necessaire rein. Und weil es so heiß war, habe ich ja nicht nur den Bart rasiert, sondern auch Körperteil, also den Brusthaar habe ich rasiert. Und der geht auch tipptopp und unter der Achsel ist auch alles reibungslos gelaufen. Keine einzige Schnittwunde. Also ist nur empfehlenswert, auch für den Körper.